Dankeschön, Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Wir gedenken heute, gerade am 11. Juli, an Srebrenica, die Opfer, die Familien. Und es ist auch ein Gedenken an das größte Kriegsverbrechen auf europäischem Boden seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und wo steht heute Bosnien-Herzegowina? Es gibt positive Signale, wie zum Beispiel die letzten Wahlen, wo auch die Bürgerinnen und Bürger von Bosnien-Herzegowina eine Absage an Nationalisten und nationalistische Politik mit ihrer Wählerstimme erteilt haben. Es gibt den Kandidatenstatus für den Beitritt zur Europäischen Union. Und es gibt aber auf der anderen Seite die Krise, die sich auch immer mehr vertieft. Und einer Schuld, nämlich Milorad Dodik und seine hasssehende Rhetorik und Politik. Und ich frage mich oft, wie reagiert die Europäische Kommission darauf? Und da bin ich sehr unzufrieden, denn sie schweigt sehr oft. Und wir brauchen aber eine starke Europäische Kommission, einen Kommissar, der dorthin geht und sagt, wir brauchen ein Bosnien, wo wir die Demokratie unterstützen, wo wir Sanktionen für Dodik fordern und mit allen Kräften für eine Zukunft dieses Landes kämpfen. Und das fehlt mir bis jetzt bei der Kommission. Tut mir leid, Herr Kommissar.